der Bundeswehr. Ja, Sie merken, die spielen echt für jeden heutzutage. Ja. Es ist sogar so, wenn man denen nicht explizit absagt, dann kommen die. Ne? Jungs, heute wird gar keiner verabschiedet, tut mir leid. Wo ist der Zapfenstein? Was? Aus. Ihr müsst zuhören, heute wird keiner verabschiedet. Ich bleibe im Amt, denn mir kann man nichts nachweisen, meine Damen und Herren. Haben Sie sich gestern beim Zapfenstreich auch so geärgert wie ich? Ich wollte ergreifende Momente genießen. Ich wollte, ja, meinen Präsidenten verabschieden. Und dann kommen diese Spackos mit ihren scheiß Vuvuzelas. Konnte man da gar nichts gegen machen? Kann man da, haben die jetzt noch irgendeine Chance, darauf zu reagieren? Ja, man kann es nicht abbrechen, die Zeremonie. Und auch nicht Soldaten bitten, mit der Waffe gegen die Demonstranten vorzugehen. Sind ja bewaffnet, aber keine Munition. Ja. Das ist interessant. Genau das habe ich bei der WM in Südafrika auch immer gedacht. Warum schießt keiner auf die Typen mit den Vuvuzelas? Ne? So, ne, hier fehlt was, Leute. Moment. So. Ne? Ich sag mal so, wenn es nach der Stimmung in der Bevölkerung ginge, dann hätte Beate Klaasfeld dem Wulff zum Abschied einfach eine geschallert, meine Damen und Herren. Aber ich finde, schon langsam hat das Ganze einen Hauch von Hexenjagd. Nur der Chef des Stabsmusikchors, des Echten, der sieht das alles viel entspannter. Spielt es für Sie persönlich oder für Ihre Musiker eine Rolle, wer da steht, wer derjenige ist, für den Sie musizieren? Nicht wirklich. Wir stellen uns hin. Es ist ja dann abends sowieso dunkel. Die wissen gar nicht, für wen sie das spielen. Ja. Ist uns völlig wurscht, wer da im Dunkeln steht. Ne? Wulff, Obama, Schweinchen Dick, völlig egal. Aber hier jetzt bei allem berechtigten Mitleid mit Wulff, das so langsam bei mir aufkommt, musste es denn wirklich der ganz große Zapfenstreich sein? Ich meine, man hätte doch auch eine kleinere Lösung in seinem Büro finden können. Eine Lösung, die besser zu seiner Amtsführung passt. Viel besser. Er will halt auf nichts verzichten. Ja. Trotzdem, ich weiß nicht, wie Sie die Übertragung gestern erlebt haben. Ich fand, es waren auch ein paar schöne Bilder dazwischen. Das Ehepaar Wulff gemeinsam im Fackelschein. Die Frage bleibt schon, warum haben da so viele prominente Politiker abgesagt? Und andere hätten offensichtlich gerne abgesagt, waren aber gar nicht eingeladen. Ich habe bis zum jetzigen Augenblick keine Einladung und gehe deshalb davon aus, dass ich auch keine Einladung bekomme. Und da ich nicht eingeladen bin, kann ich auch nicht zum Zapfenstreich gehen. Ich war gestern Nachmittag drauf und dran zu erklären, ich komme nicht. Habe allerdings feststellen müssen, ich bin auch gar nicht eingeladen. Ja, frag dich mal warum, Renate. Das frag dich mal. Junge, 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 Junge. Man muss sich das vorstellen. Man muss sich das wirklich vorstellen. Alle vier noch lebenden Altpräsis haben dem Wulff abgesagt. Ne? Walter Scheel ist plötzlich eingefallen, dass er zu alt ist. Weizsäcker hat, glaube ich, eine ganz schlimme Blasmusikallergie. Roman Herzog musste dringend seine Socken ordnen. Und Horst Köhler hatte keinen Bock. Ne? Wer ist da überhaupt noch hingegangen zu der komischen Veranstaltung? Hier, Merkel, Ferris Maschmeyer, ne? Die Jakobs-Sisters, die Pudel von den Jakobs-Sisters. Und natürlich der Wendler, meine Damen und Herren. Das ist ja klar. Sehr deprimierend. Sehr, sehr deprimierend. So, wir von der Heute-Show wollten, so kennen Sie uns, einfach mal konstruktiv sein und haben versucht, Wulffs Party zu retten. In Gestalt von Martin Sonneborn. Liebe Zuschauer, stellen Sie sich vor, der Zapfen des Bundespräsidenten soll gestrichen werden und kein Mensch geht hin. Alle Gäste haben abgesagt. Wir werden nun versuchen, ein Notpublikum zu rekrutieren. Behrendt, Abmarsch. Bitte? Guten Tag, Festkomitee, großer Zapfenstreich. Würden Sie bitte kurz öffnen? Was haben wir damit zu tun? Wir wollen Sie einladen. Es sind zu wenig Leute da. Wir sind nicht interessiert. Wir haben überhaupt keine Gäste drüben. Das macht doch nichts. Ist das nicht ein bisschen traurig für den Bundespräsidenten? Er wird doch vorher dran denken müssen.
Ja, aber jetzt ganz alleine mit den 500 Soldaten da stehen, das ist auch kein schöner Anblick. Das ist sein Problem. Danke. Hätten Sie, deswegen brauchen wir jetzt ein paar Leute, die diese Lücken auffüllen. Nee, diese Lücken fülle ich bestimmt nicht auf. Also die jetzt suchen müssen, die Leute, ist doch furchtbar. Welche Ehre, zu hoch für uns, danke. Hätten Sie nicht Lust, sich von Bundespräsident Wulff zu verabschieden? Nee, danke schön. Es gibt zu essen, trinken, Tanz und eine Urkunde, dass Sie dabei waren. Und wollten Sie einladen für heute Abend. Haben Sie keine Lust? Danke. Hätten Sie Lust, mit rüberzukommen, zu feiern? Hallo. Guten Tag, wir sind vom Feierkomitee vom Schloss Bellevue. Nee, da muss ich leider enttäuschen, ich gehe heute in Nachtschicht. Kann ich so kommen? Nee, nee. Also an vernünftiges Schuhwerk müssten Sie schon. Das stimmt. Aber prinzipiell würden Sie schon kommen. Ja. Das ist nett, das will niemand zu Bundespräsident Wulff. Ich weiß. Woher wissen Sie? Ich will aber auch nicht zu Bundespräsident Wulff. Ich will nur mal in Schloss Bellevue. Mal ans Buffet. Der braucht nicht da sein. Ja, der ist heute noch da. Ja. Und geht dann. Und geht dann. Für immer. Gott sei Dank. Der Bundespräsident kommt jetzt und einige seiner Gäste. Viele Gäste haben abgesagt, manche mussten Hausarbeit, Gartenarbeit, irgendetwas tun. Es sind leider nur zwei Wagen, die hier eingelassen werden konnten. Die Menschen feiern einen großen Bundespräsidenten. Mit diesen ergreifenden Bildern gehen wir zurück in die angeschlossenen Funkhäuser. Die deutschen Politiker werden Wulff noch vermissen, denn er war ein super praktischer Blitzableiter, der den kompletten Volkszorn auf sich gezogen hat. Aber Preisfrage, was wird denn jetzt aus Christian Wulff? Der ein oder andere macht sich da echt Sorgen. Jetzt stellen wir zwei uns mal vor, dass möglicherweise das staatsanwaltschaftliche Verfahren weiter gar nicht verfolgt wird, keine Ermittlung mehr und er wird nachher, sagen wir, freigesprochen, obwohl es kein Urteil gibt, aber er ist dann frei, er ist unbescholten. Was dann? Dann? Absoluter Albtraum. Ein freilaufender Wulff würde marodierend durch Hannover ziehen, meine Damen und Herren. Zum Thema Ehrensold pro und contra hören Sie nun einen Kommentar von Gernot Hassknecht, Hausmeister der Reserve in der Heinz-Rudolf-Kunze-Kaserne Großburg-Wedel. Ich weiß genau, was Sie jetzt denken. Ui, jetzt wird's laut. Der Onkel Hassknecht brüllt wieder rum, bis ihm die Aorta platzt. Aber da muss ich Sie enttäuschen. Ich sage, der Mann hat einen würdigen Abschied verdient. Natürlich reden wir von der schlimmsten Fehlbesetzung seit Til Schweiger in dem Film, in jedem seiner Filme. Natürlich reden wir von einem, der einfach nicht kapiert, wann Schluss ist. Dass ihn keiner mehr sehen will. Trotzdem, warum diese Häme, dieses Nachtreten, Herr? Gott, gönnt ihm doch die Rente. Das zumindest schulden wir Thomas Gottschalk. Gernot? Was? Es geht nicht um Thomas Gottschalk, es geht um Christian Wulff. Um wen? Christian Wulff. Kenn ich nicht. Kommt da nicht immer dieses Störbild? Was ist das denn für eine gottverdammte Scheiße? Gernot Hassknecht, meine Damen und Herren. Hier, kleiner Funfact am Rande. Wussten Sie übrigens, selbst wenn der Wulff im Worst Case für ihn ins Gefängnis müsste, bekäme er tatsächlich den Ehrensold. Tja, ist die Rechtslage. Wird dann natürlich nicht in Euro ausbezahlt, sondern in Zigaretten, das ist klar. Sehen wir das Positive. Es gibt eine neue Sensibilität für das ganze Thema Korruption in der deutschen Politik. Letzten Freitag erst, kein Witz, ging es im Bundestag um eine UN-Konvention, die Abgeordnetenbestechung weltweit ächten soll. Eine wichtige Sache. Machen alle mit. Fast. Über 150 Staaten haben das schon getan. Noch nicht ratifiziert, aber haben zum Beispiel der Sudan, Saudi-Arabien, Syrien und Deutschland. Ja, Tschechien aber auch nicht. Und Takatukaland. Und Mordor.
Es ist leider kein Witz. In Deutschland ist das, was dem Wulff vorgeworfen wird, für Abgeordnete bislang überhaupt nicht strafbar. Und Union und FDP verhindern seit 8 Jahren, dass es strafbar wird. Denn dadurch wird entgegen der Realität der Eindruck erweckt, Korruption bei Parlamentariern sei ein großes Problem. Damit stellt man die Abgeordneten in Gesamtheit unter Generalverdacht. Gut, es gab schon nachgewiesene Fälle von deutschen Abgeordneten, die bestochen wurden. Aber deswegen darf man doch nicht von bestechlichen Abgeordneten sprechen. Bestechende Logik. Siegfried Kauder, die eine Hälfte der berüchtigten Kauder Brothers, weiß ganz genau, warum dieses Gesetz aber völlig überflüssig ist. Sie sind seit circa 8 Jahren gegen diese Regelung. Ich habe aber bisher noch keinen Vorschlag von Ihnen gehört. Ich sehe keinen korrupten Abgeordneten hier. Trotzdem wäre es doch notwendig, einen Vorschlag zu machen. Warum? Warum? Ja, warum denn nicht, Kauder? Oder machst du nur Vorschläge, wenn man dich dafür bezahlt? Aber jetzt, anschnallen, kommt sein Top-Argument. Wenn wir diesen Straftatbestand, der hier vorgeschlagen wird, einführen, ist jeder Vorteil, den der Abgeordnete annimmt, schädlich. Ja, das ist die Idee hinter einem Antikorruptionsgesetz. Dass die Abgeordneten nur von dem leben, was ihnen der Steuerzahler an Diäten in den A, also überweist. Kauder. Warum schicken wir den eigentlich nicht in Ruhestand? Du? Aus! Nein, 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 nein! Gott, Kinder! Das war eine rhetorische Frage. Man darf nicht mal mehr das Wort Ruhestand benutzen. So, anderes Thema, großes Thema, meine Damen und Herren. Eine Riesenüberraschung in Russland. Der alte Präsident ist der neue. Yay! Putin hat sich gegen 4 handverlesene Pappkameraden durchgesetzt. Ja, das war ungefähr so spannend, als ob Wladimir Klitschko gegen Hildegard Hambrücher boxen würde, meine Damen und Herren. Und dann war Putin gerührt von sich selbst. Als er dann kam, liefen Tränen über seine Wangen. Es war der Wind, wie die Kreml-Administration am Morgen eilig versicherte. Rührung keineswegs. Keineswegs Rührung! Jeder, der was anderes behauptet, landet im Arbeitslager. Aber jetzt mal ehrlich, haben die den echt noch mal gewählt? Warum? Ehrlich gesagt, die haben uns Geld versprochen. Deshalb sind wir hier wie die Blöden. Tja, wie die Blöden! Russland 2012. Demokratie ist woanders. So, Putin wird für 6 weitere Jahre seinem Spitznamen alle Ehre machen, den kennen Sie ja, das Kremlmonster. Ja, kontrolliert die Medien und futtert Oppositionelle auf. Ne? Das erklärt möglicherweise auch solche Ergebnisse. Insbesondere in Tschetschenien haben 99,8, das ist ein fantastisches Ergebnis, für Putin gestimmt, bei einer Wahlbeteiligung von rund 100%. Ja, da muss der Reporter selber lachen. Natürlich! Ja, das ist ja bekannt. Ja, gerade die Tschetschenen, die Tschetschenen lieben Putin. Alle, zumindest die 5 Wahlberechtigten, die Putins letzten Krieg da überlebt haben. Aber auf diesen Krieg sollte man den Putin als Journalist besser nicht ansprechen, haben wir gelernt, denn sonst kriegt man Antworten wie diese hier. Islamskim Radikalam. Wollen Sie ein radikaler Islamist werden und sich beschneiden lassen? Ich lade Sie nach Moskau ein. Wir sind multikonfessionell und haben gute Spezialisten. Ich werde jemanden anweisen, sie so zu beschneiden, dass nichts mehr nachwächst. Ich ziehe die Frage zurück. Und die Vorhaut. Ja, Beschneidung in Moskau zahlt übrigens die Kasse. Ich wiederhole mich gerne. Warum wählen die diesen Putin? Warum soll ich denn nicht Putin wählen? Ich habe vielleicht noch 2 Jahre zu leben und da brauche ich nichts Neues mehr. Das ist ein gutes Argument. Das ist ein gutes Argument. Ja, hier, Maria, hier ist übrigens 24 Jahre alt. Das ist das harte russische Landleben, meine Damen und Herren. Wir schalten jetzt mal live nach Moskau zu Ulrich von Hesen. Ulrich, ist das noch das coole virtuelle Studio, das wir vom ZDF da letzten Wahlsonntag extra aufgebaut haben? Bitte? Ja. Ja, genau, virtuelles Studio. Guck mal hier, Wege, jetzt trinke ich virtuellen Wodka. Mm. Der hat 50 virtuelle Umdrehungen. Damit kannst du ja jede Wahl schön saufen. Ja, dann viel Spaß beim virtuellen Kater. Ulrich, gibt es denn handfeste Beweise für Wahlmanipulation? Na, Logan, da standen ja Kameras in den Wahllokalen. Das streckt aber keinen ab.
Gucken Sie mal hier. Die Rentnerin Olga Beschiskova stimmt gleich mehrmals für Putin. Genauso der arbeitslose Eisenbieger Vitali Petrukhchi. Ist das nicht großartig? Der Russe ist so begeistert von der Demokratie, dem reicht das nicht, nur eine Stimme abzugeben. Du Scheiße, das kann man ja echt nicht mehr toppen, Leute. Ach ja? Was? Von wegen. Hier in Teheran arbeiten die besten Wahlfälscher der Welt. Russland. Da lachen ja die Mullahs. Da fällt ja der Muezzin vor Lachen vom Minarett. Ach ja, ja. Petra Radetzky, wir hatten Sie ja zu den Parlamentswahlen nach Teheran geschickt. Petra, Können wir bitte weiter über Moskau reden? Können wir bitte weiter über Moskau reden? Ich friere mir hier meinen virtuellen Arsch ab. Ach, diese Russen sind doch Anfänger. Hier wird ein Parlament gewählt, das überhaupt nichts zu melden hat. Und trotzdem werden alle Reformpolitiker vor der Wahl auf sich eingesperrt. So geht Diktatur. Jetzt hör mal zu, Radetzky. Das hier ist meine Schalte. Ich habe mich extra auf das Thema Russland vorbereitet. Minutenlang. Ja. Ja, weil du dich in eine echte Diktatur nicht reintraust, du Mümmelpriester. Kollegen, bitte. Das ist ja jetzt hier kein Wettbewerb. Welke? Was? Kann ich mal eine Minute mit dem Kollegen reden, ohne dass Sie Ihre dicke Birne ins Bild schieben? Bitte? Mann, nimm die Rübe aus dem Bild. Dieser Ahmadinejad, der hat doch Stimmen verloren. Das sind ja fast schon demokratische Verhältnisse. Sowas würde Putin nie passieren. Na und? In Ihrer albernen Anfängerdiktatur gibt's ja sogar ein Wahlrecht. Hier im Iran herrscht Wahlpflicht. Schauen Sie mal. Es ist Pflicht zu wählen. Der geistliche Führer hat gesagt, dass das Parlament das Wichtigste sei. Und ich habe meine Pflicht getan. Ich bin immer ein Anhänger des Führers gewesen. Na, klingelt da was von Hesen? Führer? Das Wort kennen Sie doch noch aus Ihrer Schulzeit. Das ist eine Unverschämtheit. Das stimmt doch gar nicht. Unter Hitler habe ich längst studiert. Erzählen Sie, was Sie wollen. In Sachen Diktatur hat der Iran aber sowas von die Nase vorn. Hier dürfen Sie auf der Straße noch nicht mal die leiseste Kritik üben. Überall Geheimpolizei. Die Menschen leben in Angst. Verpiss dich! Putin hat Atomwaffen. Die Iraner bald auch. Gar nicht. Wohl. Leute, jetzt mal ernsthaft. Fresse, Welke. Wisst ihr was? Das hier ist auch eine Diktatur. Petra Radetzky und Ulrich von Hesen, meine Damen und Herren. Was ist das denn für ein bescheuerter Wettbewerb? So, meine Damen und Herren. Zum Glück. Man kann es nicht oft genug sagen, zum Glück leben wir in einer Demokratie, sogar zunehmend in einer Mutikratie. Die Merkel ist tatsächlich total interessiert an der Meinung ihrer Bürger. Alle dürfen der Kanzlerin jetzt im Internet Änderungsvorschläge machen. Ich freue mich auf Ihre Anregungen und Ihre Vorschläge, denn Deutschland soll so bleiben, wie es ist. Ja, endlich ändert sich was. Offen für alle Vorschläge. Sie können der Kanzlerin vorschlagen, was Sie wollen, und dann bleibt alles so, wie es ist. Aber von wegen nur chatten oder twittern, die Merkel, ja, die will rein ins pralle Leben. Leider wurde es dann am Ende nur Erfurt, meine Damen und Herren. Denn da gab es den ersten sogenannten Bürgerdialog. Und da hatte die Kanzlerin wirklich auf fast alles eine Antwort. Also das ist ein Thema, was wir unbedingt aufnehmen müssen. Ich nehme das mit, ist aufgenommen und das wird leider auch noch 5 bis 10 Jahre dauern. Wir nehmen ja heute die Vorschläge auf. Ob ich den umsetzen kann, weiß ich nicht. Okay. Er guckt mich immer so nett an. Eins nur. Aber ganz kurz. Das würden Sie sich wünschen. So, jetzt sind Sie aber endlich Sie dran. Alles gut bei euch? Ja, ich finde, die macht das super mit dem Interesseheucheln. Ne? Ich sage Ihnen, die sollte eine eigene Talkshow bei Sat.1 bekommen. Irgend sowas wie Mutti am Mittag. Ne? Thema heute, Hilfe, meine Probleme interessieren die Kanzlerin einen Scheiß. Nein, das stimmt gar nicht. Sie war tatsächlich für viele Anregungen offen. Nur manchmal, das ist Merkels Problem, verrät ihr Gesicht und verrät ihr Tonfall, wie sie die Frage wirklich findet. Was mir ganz, ganz wichtig ist, dass das Land regiert wird von Sozialpolitikern. Gut. Ja. 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 Sozial ist jetzt nicht so meins.
Aber bei euch hier im Osten muss man wohl so tun, als ob. Aber ich meine, das muss ja schon ein aufregender Tag gewesen sein für die Menschen da in Erfurt, für die handverlesenen Bürger. Ich meine, zum ersten und höchstwahrscheinlich auch zum letzten Mal in ihrem Leben treffen sie die Kanzlerin. Da muss man sich tagelang überlegen, was fragt man die, was erzählt man der? Und dort war ich gestern in einem größeren Kaufhaus und da hörte ich einen Werbesong, da ging es dann ein Land, wo man dich versteht. Ja, danke für diese extrem spannende Anekdote, Graf Dracula. Noch uninteressanter ist vermutlich nur das Folgende. Was ich nicht möchte für Deutschland, dass Deutschland zum Kaufland wird. Denn dort bin ich gewesen. Ja! Ja, herzlichen Glückwunsch! Und was kann die Kanzlerin bitte dafür, dass du den ganzen Tag bei Kaufland abhängst und Schuppenshampoo kaufst? Mann, jetzt komm endlich zum Punkt, du Student! Es gibt durchaus eine Willkommenskultur in Deutschland, dass wir vielleicht dahin kommen, weniger unpersönliche, rein gewerbliche Werbegeschenke zu machen, wenn wir irgendwo hinkommen, und mehr persönliche Gastgeschenke. Das ist nämlich das Problem in Deutschland. Wir brauchen mehr und bessere Gastgeschenke. Schöner hätte das Christian Wulff auch nicht formulieren können, meine Damen und Herren. So. Wir haben tatsächlich versucht, unseren Heute-Show-Reporter Carsten van Rissen in diesen Bürgerdialog, in diese Pseudo-Bürgerbeteiligungskiste reinzuschmuggeln. Aber das war gar nicht so einfach. Jedenfalls nicht für ihn. Mein Name ist Carsten van Rissen. Jetzt ist Schluss mit Kuscheljournalismus. Ab jetzt wird knallhart nachgefragt. Frau Merkel, Carsten van Rissen von der Heute-Show. Wenn Sie sich jetzt schon anhören, was die Bürger von Ihnen wollen, dann müssen Sie wahrscheinlich auch demnächst auch zuhören, was die Partei von Ihnen will. Ist das richtig? So ist das. Kaum stellt man eine kritische Frage, schon bricht sie das Interview ab. Ich will da rein. Hier darf keiner rein. Da auch nicht. Scheiß Bodyguard. Naja, gucke ich mir die Scheiße halt auf Phoenix an. Wie ist ja die Hölle los im Pressezentrum? Also erstens sind Sie heute diejenigen, die die Vorschläge machen. Das nehmen wir auch. Darf ich ja nicht. Gut, einen Trumpf kann ich noch ziehen. Ich fange das Stimmvieh ab und frage nach. Ich hätte nichts gefragt. Das ist aber zu wenig. Ne? Das wissen Sie schon, dass das zu wenig ist. Ich habe eigentlich keine Fragen an die Frage. Ja, aber ist doch scheiße. Du musst doch irgendwie eine Frage haben. Bitte das Wort Scheiße nicht benutzen. Okay, entschuldige mich in aller Form. Ja, das Wort Scheiße wird gepixelt. Wann haben Sie endlich Ihr Versprechen einzulösen beabsichtigt, 2010 die Rentenungerechtigkeit in Deutschland zu beseitigen? Da geht hier rein, da kommt da raus. Ich hatte ja auch Fragen vorbereitet. Ja. Frau Merkel, wenn Sie in Deutschland was zu sagen hätten, was würden Sie ändern? Ich habe mich sehr gut unterhalten, zwar nicht mit Frau Merkel, aber mit ganz vielen anderen Leuten. Und, Sie haben das eher so als Kontaktbörse genutzt hier? Nö, so war das gar nicht gedacht, aber wir hatten halt Langeweile teilweise. Tja, Oliver, was nimmt man von so einer Veranstaltung am besten mit? Eine Kiwi. Frau Merkel? Carsten van Rissen, meine Damen und Herren. So, gute Nachrichten. Es ist endlich wieder soweit. CeBIT in Hannover. Das heißt, Computer-Nerds und andere lichtscheue Lurche aus aller Welt versammeln sich im niedersächsischen Hightech-Mekka. Was alles hot ist auf der CeBIT in diesem Jahr, sagt uns jetzt unser Experte für völlig sinnfreien Technik-Scheiß, Christian Ehring. Christian, was gibt's denn Neues? Ja, einiges, Oliver. Jede Menge. Zum Beispiel einen Tablet-Computer, der etwas ganz Besonderes kann. Ein regelrechter Schock. Dieses Tablet ist gerade ins Wasser gefallen. Aber kein Problem, sagt man hier, wenn das Tablet baden geht, es ist schließlich wasserdicht. Wir sehen hier eine Technologiedemo aus Japan. Alle wasseraffinen Kunden sind natürlich an so einer Lösung interessiert. Boah, das ist ja echt cool für die vielen wasseraffinen Kunden. Moment mal, wer sind eigentlich wasseraffine Kunden? Was weiß ich, Delfine? Jedenfalls können Sie jetzt endlich unter Wasser Angry Birds spielen. Ein Traum wird wahr. Auch die Kanzlerin war übrigens bei ihrem Messerundgang schwer begeistert. Die hat sich persönlich davon überzeugt, dass diese neuen Tablets praktisch nicht mehr kaputt zu kriegen sind. Es sei denn, man lässt sie stumpf auf den Betonboden fallen. Die hat an einem Nachmittag so viel kaputt gemacht,
die Japaner am Sony-Stand nennen sie nur noch Godzilla. Ja. Sie ist ja versichert. Ja. Aber natürlich, das große Thema auf der CeBIT war eindeutig Cloud Computing. Cloud, Englisch für Wolke, ja, Cloud. Hier, Klaus the Cloud Kleber erklärt das Prinzip für ZDF-Zuschauer. Wenn ich hier ein Bild verändere, dann ändert es sich auch in der Wolke und auf allen Rechnern, einschließlich dem Handy. Klar, die teilen sich ja alle dasselbe Gedächtnis in der Wolke. Und da stellt sich die Frage, wer kontrolliert, wer bewacht, wer überwacht mein Gedächtnis? Ja, leider keiner. Das ist ja das Problem vom Heute-Journal. Aber Sie verstehen das, Oliver. Ja, ich versuch's. Das ändert sich eben gerade. Daten sind längst eine Ware, die Geldquelle der Zukunft. Geldquelle, wieso das denn? Im Internet ist doch alles umsonst. Eben nicht. Seit letzter Woche gelten nämlich bei Google neue Datenschutzbestimmungen. Die Typen verkaufen ihre persönlichen Daten an Werbekunden. Ja und, wo ist das Problem? Meine Güte, passen Sie mal auf. Also, das hier ist das Google-Männchen. Ja? Oh. Ja. Guten Abend. So, und wenn der kleine Olli Google benutzt, ja, dann hat das Google-Männchen Zugriff auf alle Daten vom Olli. Ah, okay. Yippie! Yam, 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 Daten! Ja, von mir aus ist doch schön, wenn es ihm schmeckt. Ist mal ehrlich. Wo ist das Problem? Ist doch schön, wenn es ihm schmeckt. Nein, ist es nicht. Der vertickt die Daten weiter und dann werden Sie nämlich zugeballert mit Werbung, die passgenau zugeschnitten ist auf Ihre Bedürfnisse. Hier, geht schon los. Oh, cool! Der neue Meatburner 2000 Grill. Der arbeitet mit einem Gemisch aus Holzkohle und Uran. Das ist ja irre. Ich wollte mir eh gerade einen Zweitgrill kaufen. Woher wissen die das? Das hab ich Ihnen doch gerade erklärt, Herr Gott nochmal. Diese Google-Verbrecher verdienen Geld mit ihren Daten und die Politik macht nichts. Ja gut, das ist natürlich ein Riesenproblem. Ja? Oh, 500 Nürnberger Würstchen für 12,99! Oh, Oliver, das hier. Ist... 12,99? Ja! Ist allerdings für ein sehr gutes Angebot. Aber, Oliver, das ist aber auch daran verdient Google eben wieder... Eine Fritteuse, in der man ein ganzes Schwein frittieren kann. Oh, nee, ich gehe nach Hause. Oh. Was? Christian Ehring, meine Damen und Herren. Wo geht er denn hin? Was hat er? So, jetzt gibt es noch eine richtig gute Nachricht. Letzte Woche haben wir an dieser Stelle, wenn Sie es gesehen haben, Peter Ramsauers neues Punktesystem für Verkehrssünder gelobt. Und was soll ich Ihnen sagen? Es zeigt bereits Wirkung. Hier. Mit 66 sind Sie gerade gemessen worden. Da geht zwar eine Toleranz von 3 km/h. Können Sie vielleicht ein bisschen schneller machen, weil bei mir ist Pizza drin. Der Polizist hat sich dann entschuldigt. Und jetzt könnt ihr den Zapfenstreich spielen, denn das war die Heute-Show. Viel Spaß bei Aspekte, wir sehen uns nächste Woche wieder. Tschüss!